Um das Rätsel von Rapunzels Haaren auf den Grund zu kommen, habe ich mir natürlich fachmännische Hilfe gesucht. Friseurmeister Dirk Rosso hat sich bereit erklärt, uns dabei zu helfen. Immerhin hat er jeden Tag mit längeren und kürzeren Haaren zu tun. Ja, das stimmt. Ja, und zwar im Friseursalon, wie er schon gesagt hat, Tag ein, Tag aus. Und da haben wir auch die entsprechenden Erfahrungen. Und ich hoffe, dass wir das Rätsel um Rapunzels Haare heute lösen können. Ja, extra für dieses Experiment habe ich ein Modell vorbereiten können, an dem wir lange, aber auch kurze Haare zeigen können. Das ist unsere Annika, auch bei mir Azubi im ersten Lehrjahr. Und sie wird heute unser Rapunzel sein. Und wir werden an ihr auch zeigen, wie es geht, kurze Haare zu machen. Ganz geheimnisvoll. So, aber erstmal schneide ich jetzt hier die langen Haare, um mal zu zeigen, wie man mit langen Haaren umgehen kann. Herr Rosso, wie viel Zentimeter wächst denn so ein Haar in einem Jahr? Also man sagt so circa 1 Zentimeter pro Monat. Mhm. Das heißt, im Jahr sind das so ganz gut so 12 Zentimeter. 12 Zentimeter? Ja, so kann man sagen. Mhm. Okay, also wenn ich da jetzt an das Märchen von Rapunzel denke, da war ja der Turm 20 Ellen hoch. 20 Ellen, aha. Das wären dann... Naja, 11 Meter. Wenn Sie jetzt sagen, ein Haar wächst pro Jahr 12 Zentimeter. Ja. Also wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, dann müsste Rapunzel ja um die 94 Jahre alt gewesen sein. Da hat aber dann der Prinz keinen guten Fang gemacht. Ja, an der Stelle, da muss man schon recht geben, wenn das so wäre. Aber dazu ist es ja ein Märchen. Mhm. Und ein Haar kann nicht so lang werden. Denn ein Haar hat immer so einen Wachstumszyklus in etwa von 7 Jahren. Und dann geht das älteste und längste Haar einfach aus, verweilt einen Moment und es wächst an gleicher Stelle wieder nach. Also Sie sagen, ein Haar kann nur eine bestimmte Länge haben. Also so ungefähr 1,5 Meter haben Sie gesagt, richtig? Ja, in 7 Jahren etwa wächst es so 1 Meter, 1,5 Meter. Kommt immer ganz auf das Haarwachstum auch drauf an. Und wir sind ja hier auch im mitteleuropäischen Raum, da ist das so üblich mit diesen 12 Zentimeter pro Jahr. Aber wissen Sie, ich bin bei der Recherche zu diesem Thema auf ein Guinness-Buch der Rekorde-Eintrag gestoßen. Oh. Von einer Dame namens Asha Mandela. Die Frau ist 47 Jahre alt und soll angeblich eine Haarlänge von 16,8 Metern haben. Oh. Mit einem Gewicht von 19 Kilo. Ist das, also das ist dann nicht möglich, oder? Also so eine Kundin hatte ich bisher noch nicht. Das ist natürlich rekordverdächtig, das stimmt. Das kann man nicht erklären. Könnte das damit zusammenhängen, dass die Frau Rasterlocken hat? Dass das vielleicht nur so zusammengeflechtet ist, dass das gar nicht mehr ihre Originalhaare sind? Das wäre dann noch denkbar. Aber im Guinness-Buch müsste ja alles mit rechten Dingen zugehen. Und notariell beglaube ich, dass das auch das eigene Haar ist. Mhm. Aber wie erklären lässt sich das jedenfalls nicht als Friseurmeister. Wow. Okay, also ich gebe zu, jetzt bin ich schwer beeindruckt. Das ist ja eine komplette Typveränderung. Das ist eine komplette Typveränderung, so ist es. Von ganz lang auf ziemlich kurz, würde ich sagen. So, dann dreh dich mal bitte. Mhm. Ja, das ist schön. Mhm.